Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Herzlich willkommen, liebe Webinar-Teilnehmer, zum, ihr seht das schon, Auftakts-Webinar im Jahr 2021. Ich grüße euch ganz herzlich und danke für die Wünsche, die hier direkt in den Chat reinströmen. Joel, Ralf, Christian, mein Namensvetter, Thomas, Diana, jawohl, Sophia, vielen Dank erstmal für das Feedback. Lothar schießt hier noch direkt nach. Ich grüße euch an der Stelle recht herzlich. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Zum Auftakt. Ja, wir haben uns ja wirklich vor einigen Wochen gehört. Das ist schon eine ganze Zeit her. Hier im Dezember hatten wir dann zur Mitte des vergangenen Monats die Lampen ausgedreht. Nichtsdestotrotz ging die Action richtig gut weiter. Der ein oder andere wird für mir vielleicht auch hier auf den Socials gefolgt sein, beziehungsweise mir folgen. Da gab es natürlich zwischendurch immer wieder mal Content, sei es rund um die Edelmetalle oder sei es eben auch um die, sage ich mal, Kryptowährungen, die ja buchstäblich über die Weihnachtsfeiertage zum Jahreswechsel eskalierten. Da hatten wir ja heute auch ein schönes Devisenradar-Webinar, wo es eben darum ging, Gold oder eben Kryptos. Wirklich wahnsinnig viele Aufrufe bislang, auch die Statements, Feedbacks. Vielen Dank erstmal dafür. Also ich heiße euch erstmal im neuen Jahr willkommen. Freue mich, dass ihr hier am Start seid. Gesundes Neues, ganz wichtig. Und wie ich unlängst bei einem Post, beim Statement zum Jahr 2020 verblieb, ist es wohl so, dass die surreale Welt, die uns hier 2021 sozusagen wieder neu auferlegt wird, ihre Fortsetzung aus 2020 findet. Es ist in der Tat eine Situation, die wohl auch auf die Märkte bezogen maßgebliche Schwankungen wird verursachen, nach oben wie nach unten. Wir dürfen uns also hier auf ein entsprechend volatiles Jahr einstellen. Heute geht es natürlich wieder um die Währungspaare. Ich weiß um die Tatsache, dass auch mein lieber Kollege Bernd am Start ist, der dann zum Ende hin auch wieder ein Stück weit einerseits, und da hatten wir heute im Devisenradar Stream, Livestream heute Morgen ja den Goldpreis vorgestellt, wo ich auch auf das Pattern vom Euro-US-Dollar Intraday hinwies. Und da schlägt der Euro heute natürlich zu. Es war ein Short-Pattern anhand des Forex-Bulls. Da gab es, wie gesagt, ein schönes Pattern. Das wird der Bernd vorstellen. Und dann vielleicht auch noch das ein oder andere Währungspaar. Ja, ich sag mal, israelischer Schekel mal als Stichwort. Oder den mexikanischen Pesos hier vielleicht auch wieder vor das Visier nehmen. Da haben wir natürlich immer wieder auch mal die wirklichen Exotic-Pairs im Visier. Heute aber ich mit euch zum Auftakt natürlich auch wieder in the Pit, um zu fragen, wer von euch hier den ein oder anderen Wunschwert hat. Die Option habt ihr natürlich hier immer am Mittwoch, da kurzerhand die Frage zu stellen. Ich sehe es auch gerade hier im Chat, ich muss mal ein Stück durchscrollen. Cable ist gewünscht, da haben wir ja auch früh im Livestream über die Heidrun, die da am Start ist. Jetzt ist es hier Ralf, der sozusagen hier den Pfundfaktor mal so ein Stück weit analysiert haben will. Also definitiv spannend, schauen wir uns auf jeden Fall alles an. Hey, die Erika ist auch da, sei gegrüßt an der Stelle. Ein Stück weit noch unbekannt, aber mehr oder weniger doch bekannt, denn wir hatten da ja unlängst erst ein Stück weit geschrieben. Fällt mir gerade ein. Aber schön, dass du auch heute hier direkt zum Devisenradar dabei bist. Und WTI ist im entferntesten Sinne ja eine Rohstoffwährung, das schwarze Gold der Wirtschaft. Ich sag mal, dahingehend sicherlich auch mal einen Blick wert. Zumal, und das ist eine ganz gute Überleitung, Erika, wir haben uns nicht abgesprochen, der Ölpreis natürlich mit dem kanadischen Dollar in enger Verbindung steht. Das schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Ich habe nämlich den Looney als solchen auch direkt mitgebracht als Auftakt und insofern hier auch ganz klar neues Jahr, neuer Beginn. Möchte ich auch hier mal zum Devisenradar-Webinar den Disclaimer vorstellen, denn wir haben hier natürlich immer wieder auch konkrete Ansagen, Trading-Ideen aus meinem Hirn heraus, subjektiver Natur, nichts zum Nachahmen, keine Handels Aufforderung oder Empfehlung. Jeder muss auf eigenes Risiko das Ganze abwägen und natürlich selbstständig die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Trading ist eine wirklich, ja, sage ich mal, sehr eigenverantwortliche
Disziplin, Tätigkeit, Berufung, Hobby, nennt ihr es, wie ihr es wollt, auf jeden Fall rundum muss man genau wissen, was man da tut. Umso wichtiger, dass man sich auch der Risiken bewusst ist, denn es kann natürlich auch mal schlagartig in die andere Richtung gehen. So, jetzt sind wir hier direkt in der Live-Chart-Action, meine lieben Teilnehmer, und ich habe mir auch überlegt zum Auftakt, das wird sicherlich auch den Bernd freuen, dass ich mal zum einen den TradeMiner, unser Seasonal Tool, wieder mal vorziehe, der hier verschiedene Pattern. Und da habe ich auch den Looney auch schon mal direkt markiert, sozusagen in den Auswurf bringt. Das sind sozusagen hier die Währungspaare, die im Januar startend einen saisonal statistischen Vorteil über mehrere Tage hinweg aufweisen. Und neben dem TradeMiner, der ja amerikanisch basiert ist, beziehungsweise vom Hersteller, habe ich natürlich hier auch den Seasonal Bull, der hier für JFD-Kunden auch zum Vorteilspreis von 10% erwerbbar ist. Und da gibt es natürlich neben Hunderten, Tausenden Aktien auch die Währungen, den Forex-Bereich. Und da ist sehr schön zu sehen, dass wir hier direkt auch ein Pattern haben, bullischer Natur, was während der letzten 26 Jahre hier in knapp 77% der Fälle zu einem Erfolg führte. Das Ganze hier in einem Report zusammengefasst. Hier seht ihr die Equity-Kurve im Rahmen der Entwicklung der letzten 26 Jahre und hier verschiedene Parameter zum saisonalen Geschehen, zum saisonalen Gebaren. Und da bin ich doch froh, dass ich euch hier direkt zum ersten Webinar des Jahres 2021 direkt so ein Geschmäckle mal mitbringen kann. Denn der Luni hat hier, wie gesagt, eine durchschnittliche statistische Wahrscheinlichkeit nach oben zu ziehen, also hier einen bullischen Verlauf sozusagen an den Tag zu legen und das aber auch in einer relativ kurzen Zeit. Ihr seht, das Pattern geht von 13. bis 19.01. gerade mal. Wenn man sich das hier auf dem Kalender natürlich dann anschaut, dann seht ihr, dass hier effektiv 3 Handelstage beziehungsweise der Close ist ja dann der 13. heute zum Start, also 14., 15., 18., 19., 4 Handelstage netto am Ende des Tages sozusagen handelbar sind. Und in dieser Zeit, und das ist ganz spannend, hier saisonal statistischer Vorteil, wirft der Seasonal Bull eben hier dieses Pattern aus, dass es einen durchschnittlichen Gewinntrade von 117 Pips gibt. Durchschnittliche Ratio Verlust 50 Pips, insofern ganz spannend, insofern neben dem profitablen Faktor haben wir hier auch ein schönes CRV. Der Seasonal Bull spuckt an dieser Stelle ohnehin nur Werte aus, die größer 75 notieren. Hier haben wir auch, und das wird der eine oder andere Fuchs von euch wahrscheinlich schon gesehen haben, auch Edelmetalle. Silber hier als XAG und XAU. Und wer das heutige Devisenradar Filmchen, hätte ich fast gesagt, den Clip von heute Morgen nicht gesehen hat, kann natürlich hier in Guidance oder speziell auf YouTube das Ganze nachholen. Und da bin ich ja vom Großen ins Kleine gegangen. Und ich bin grundsätzlich bullisch für Gold, gar keine Frage. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sind nach wie vor grandios, auch wenn man eben in den USA zum einen eben über mögliche frühere Leitzinsanhebungen spekuliert, als das eigentlich angedacht war. Ist es natürlich dennoch so, dass man sich schlussendlich darüber klar sein muss, dass das Ganze uns noch lange begleiten wird. Und selbst wenn es eine Art Änderung gibt, dann sind wir immer noch meilenweit weg von einer wie gearteten Normalität. Der Witz an der Stelle ist aber trotzdem, dass natürlich hier am Anleihemarkt die US-Staatsanleihen, die Renditen hier eben angezogen sind. Und das war auch ein Grund, warum eben hier zum Jahresauftakt war Goldpreis ja erst sehr, sehr bullisch. Und dann gehen wir direkt gleich mal kurz auf den Goldpreis ein, der sich heute auch wieder ein Stück weit konstruktiv zeigt. Dann folgt er aber hier zum Jahresauftakt dieses Upgap. Dann gab es das Scheitern am Widerstand um 1960 und dann folgte hier insbesondere im weiteren Wochenverlauf der letzten Woche und ganz klar am Freitag die grobe Klatsche. Und das hat natürlich hier alles mit der Zinspolitik zu tun. Der Realzins wird meines Erachtens noch lange negativ bleiben. Da wird sich meines Erachtens auch so schnell nichts dran ändern. Für den Goldpreis muss man nur ein Stück weit die Runzelungen auf den Stirn, auf der Stirn bekommen oder sich aufziehen lassen, wenn die Zinsen wirklich in größeren Regionen ansteigen. Wir wissen aber um die expansive Geldpolitik weltweit und das ist eher unreal als real und die Inflationsprozesse finden ja seit Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten ihren Einzug und wir wollen nicht hoffen, dass wir japanische Verhältnisse erleben, aber letztlich ist es einfach eine Geldmengenausdehnung, Erweiterung, ja, nicht vergleichbarer Natur. Die Frage ist eben nur, was hätte man dann sonst anstelle der eben hier erfolgten Maßnahmen zum Corona-Ausbruch tun können, Schrägstrich sollen?
müßig darüber zu spekulieren oder vielmehr zu philosophieren. Vielmehr wollen wir uns an der charttechnischen Wahrheit orientieren. Und der Goldpreis, meines Erachtens, wie gesagt, aufgrund der Kräftigkeit der Abschläge eher in einem Rückzugsmodus. Saisonal, und das habt ihr auch mitbekommen im Seasonal Bull, den ich auch heute im Video gezeigt hatte, natürlich eher bullisch. Und das unterstreicht auch hier der Seasonal Bull, der hier tatsächlich Pattern aufweist, auch Silber hier insbesondere. Das ist übrigens mit dem Ausrufezeichen sozusagen ein Hinweis, dass es zuletzt eine schwache Phase gab und auch einen Verlust. Ja, ihr seht dann hier auch an der Equity-Kurve vom Silber-Pattern über die letzten, das sind dann hier die 17 Jahre gewesen, sehen wir sehr schön, dass es eben eher so seitwärts, abwärts seit den letzten Jahren läuft. Und damit das Pattern seine Wahrscheinlichkeit auch oben hält, sollte Silber hier eher einen bullischen Verlauf abziehen, vollziehen bis Anfang Februar. Der Trade läuft hier in dem Vorschlag direkte 17 Tage, ein Stück weit länger. Ist natürlich hier reine Spekulation, ob es so kommt. Ich bin ja absolut saisonaler Fan und werde das auch engmaschig beobachten zur Goldanalyse. Wie gesagt, ich rechne mit einem kurzfristigen Dip. Da hat der Forex Bull heute nicht so ganz seine Esser ausgespielt. Hätte mir vielmehr gewünscht, dass ähnlich wie beim Euro der Dollar dominiert und den Goldpreis runterzieht. Wir haben ja auch hier beim Forex Bull, beim Intraday Pattern Tool eine negative Tagestendenz bekommen. Noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben ja nachher noch das Beigebook, also kann noch ein Stück weit Action hier im weiteren Tagesverlauf reinkommen. Jetzt aber vom Tool über die statistischen Pattern hin zum Looney. Das war ja sozusagen mein Stein des Anstoßes, und zwar, wir wissen um die nächsten 4 Tage, die bullisch sind. So hat es ja der Seasonal Bull erstmal aufgezeigt. Ich will kurzfristig natürlich den Looney dahingehend analysieren, dass wir aktuell auf einer Ebene sind, in einer Zone, die, ja, ich will sagen, einen Seitwärtsgebaren aufruft, vielmehr einen Seitwärtsgebaren veranschaulicht. Allerdings vor dem Hintergrund, dass wir hier übergeordnet in einem Abwärtsimpuls stecken. Ja, der Dollar also schwach gegenüber dem kanadischen Dollar, hängt übrigens jetzt auch mit der WTI-Geschichte zusammen, beziehungsweise Brent Oil. Ohnehin, die Ölpreise haben sich stark erholt. Das wird auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Wochen sich fortsetzen. Und das beflügelt den kanadischen Dollar. Jürgen, weil du fragst, wer ist Looney? Du hast das richtig geschrieben, schreibt sich aber L-O-O-N-I-E. Das ist die Händlerbezeichnung für den US-Dollar-Cut. Also das heißt, die Devisenhändler, die haben für verschiedene Währungen sozusagen Kürzel entwickelt, wie zum Beispiel Pfund. Das britische Pfund US-Dollar ist zum Beispiel das Cable, oder der Kiwi ist der Neuseeland-Dollar US-Dollar. So ist zum Beispiel der Looney, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Hatte mal Anlehnungen zu verschiedenen historischen Ereignissen oder auch, sage ich mal, länderspezifischen Hintergründen. Cable hängt mit dem Kabel zum Beispiel zusammen. Die erste Telefonleitung in die USA rüber auf britisch Pfund US-Dollar, sozusagen die Verbindung. Der Kiwi ist natürlich hier das, Tierchen aus Neuseeland. Looney hier auch mit der mit dem Wappen von Kanada verbunden. Letztlich hat es da immer Analogien, und der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar schimpft sich halt Looney. Und dieser befindet sich, der Looney, weil hier der US-Dollar steht vorne, Cut hinten, vorne Basis, hinten Zielwährung. Wenn der US-Dollar schwach ist und der kanadische Dollar sogar stark, dann haben wir hier ein fallendes Preisverhältnis. Und das sehen wir hier beim Looney natürlich, insbesondere nach dem Ausbruch der Corona-Krise, massiv. Da gab es ja auch hier zum Beispiel die Öleruptionen. Ihr wisst um den negativen Ölpreis-Future im letzten Jahr. Irre Verhältnisse. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze im laufenden Jahr weiter mal fortspitzen oder zuspitzen wird. Ich glaube nicht, dass der Ölpreis nochmal in Richtung Null sinkt, beziehungsweise da negative Terminmarktpreise aufgerufen werden. Das war wirklich eine, auch für mich wieder wie damals beim Schweizer Franken-Crash 2015, eine einzigartige Situation, dass man sowas erlebt am Markt, und was es da wirklich für Verwerfungen gab in der Price Action. Liquiditätsprovider hatten massive Probleme, Kursstellung aufrechtzuerhalten, weil man schlichtweg nicht wusste, wie geht man mit so einem Markt um, der theoretisch nicht unter Null fallen kann. Aber es gibt immer wieder Überraschungen, dafür ist der Finanzmarkt gut. Und hier ist zumindest die Tatsache gut, dass man sich durchaus an statistischen Kennzahlen so ein bisschen festhält. Ich bin da großer Fan von. Wie gesagt, saisonale Pattern mag ich. Und hier beim Looney sind wir übergeordnet im Abwärtstrend. Hier jetzt gerade in so einem Seitwärtsgeplänkel. Und zuletzt hatten wir ja auch schon hier im letzten Jahr eine weitere Schwäche sozusagen vorausgesehen bzw. erahnt. Und daran glaube ich auch, dass das weiter der Fall sein wird. Heute wirft der Looney aber ein bullisches Pattern auf, und hier kann man pro oder vielmehr antizyklisch zum heutigen Abendpreis zwischen 22 und 23 Uhr, man sagt so beim Seasonal Bull, der Close
Des laufenden Handelstages ist dann sozusagen der Einstieg für den nächsten Tag. Und hier könnte man eben heute den Einstieg suchen, um auf diese 117, sind es ja nur in den 4 Tagen, diese 117 Pips Profit zu spekulieren. Lass uns da direkt mal in den H4 heute mal abtauchen, so die Preisaction noch ein bisschen genauer sehen. Und da machen wir auch hier direkt zum 19. die vertikale Linie. Da haben wir dann nämlich alles beieinander. So. Halten wir das mal fest. Das ist sozusagen das saisonale Pattern, was sich heute aufwirft. Wie gesagt, die Idee ist, dass man zum Close in den Markt geht. Man kann natürlich untertags jetzt auch reingehen. Ich will das nur darstellen, dass es hier durchaus eine spekulative Möglichkeit gibt auf einen Erholungsimpuls in das Widerstandslevel, was hier übrigens auf Tagesbasis herrührte, um 1,28 zu zielen. Das auf aktuellem Niveau, wenn man jetzt sozusagen den Charme hätte, hier reinzugehen oder reingehen zu wollen. Das Pattern verspricht hier diese 117 Pips auf der Oberseite. Durchschnittlicher Verlust wäre 50 Pips. Und das wäre auf aktuellem Level praktisch dieses Ratio, was man hier unter statistischen Punkten vor Augen hat. Und zugegebenermaßen, es ist gegen den Trend. Das ist das, sage ich mal, weniger würzige, weil ich immer sage, wenn man saisonale Pattern hat und die laufen im Einklang der gegenwärtigen Impulsbewegung, der charttechnischen Gesamtsituation, dann ist das immer ein sehr, sehr schöner Flow, den ich gerne handle. Hier wäre es allerdings so, dass man eine Art Counter-Trade macht, antizyklischen Trend-Trade, um sozusagen gegen diese Abwärtsbewegung übergeordnet spekulativ hier so einen Erholungsimpuls mitzunehmen. Das kann man tun. Deswegen mal Frage in die Runde: Wer von euch findet denn dieses Pattern generell interessant, beziehungsweise würde auch ein solches Pattern handeln? Jetzt schaut es mal her. Jetzt mache ich hier noch so eine Abwärtstrendlinie mal rein. Warte, müssen wir die mal rot machen? Da haben wir sie, Abwärtstrendlinie. So, da haben wir auch hier schön, muss ich ein bisschen mal runtersetzen, dass wir viele Auflagepunkte erwischen sozusagen. Das ist wieder die Subjektivität der Charttechnik. Aber wir haben zumindest mal dieses, wo man sagt, wir haben hier auf dem H4 wirklich einige Auflagepunkte, einige Spikes. Und zugegebenermaßen, man darf hier kurzfristig betrachtet abwarten, was der Looney macht. Wie gesagt, hier der Hinweis im heutigen Webinar, dass saisonal statistisch im Hinblick auf die letzten 26 Jahre, das ist wirklich ein Haufen Holz. So, jetzt will ich mal kurz hier nochmal reinschauen. Jetzt muss ich wieder die richtigen Slide öffnen. So, ja, und hier nochmal: In den letzten 26 Jahren gab es nur 6 Verlierer und 20 Gewinner. Und in der Equity sah es eben aber auch so wie beim Silberpreis aus, dass zuletzt hier ja 68 Pips Gewinn 2018, minus 23 2019 und nur 0,9, also 9 Pips Gewinn im letzten Jahr. Statistisch, wie gesagt, haben wir hier rund die 117. Das heißt, in früheren Jahren gab es hier auch deutlich mehr Pips zu holen. Hier hatten wir zum Beispiel 2009 281 Pips oder hier 2017 205. Das ist natürlich hier mal ein Mittelwert, der aber hier sozusagen statistisch mal den Auswurf gibt, dass das hier möglich wäre. Somit mal zum Looney. Ich glaube, wenn das Pattern zuschlägt und man hier sozusagen auf den Long setzt, dann sollte man hier spätestens im Bereich 1,2830, 1,2850 Obacht geben, ob das Paar nicht hier wieder so eine Art Umkehr vollzieht. Unter gegenwärtigen Gesichtspunkten kann ich mir kaum vorstellen, dass wir hier in die nächste Widerstandszone vordringen. Da müsste der Ölpreis wirklich relativ stark in die Schwäche gehen. Und hier haben wir aber auf dem H4 ein schönes Widerstandslevel bei 1,2950. 50, hier diese Horizontalzone im H4 wunderschön zu sehen. Und Jürgen, jetzt muss ich kurz mal so einige Statements reingeflutscht. Ah, Luni ADR, danke für den Hinweis. Also das ist wieder die Average Daily Range, gegenwärtig 79 Pips. Also der bewegt sich schon relativ stark. Das heißt, innerhalb von 1, 2 Tagen, wenn man ein starkes Momentum kommt, kann der diese Levels hier abholen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man den statistischen Stop-Loss von 50 Pips in Anführungszeichen nur setzt, dann hat man sozusagen die ADR, die durchschnittliche Schwankungsbreite, noch nicht mal abgedeckt. Da müsste man schon hier auf diese 79, knapp 80 Pips gehen, aber dann verschlechtern sich natürlich die Chance-Risiko-Verhältnisse. Und ich muss zugeben, aufgrund der gegenwärtigen H4-technischen Situation, hier sind ja die Kerzen, das war der gestrige Abend,
4 Stunden Candle, dann kommen hier die anderen, die sich jetzt aufbauen. Wir sollten idealerweise keine neuen Tiefs machen. Also wir sehen auch hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend, den ich so ein bisschen nochmal versuche, mit mehreren Auflagepunkten einzufangen. Wie gesagt, das ist ja nicht Kalligrafie. Hier geht es einfach nur darum, dass man verschiedene Trendtendenzen aufzeigt und möglichst viele Auflagepunkte nutzt. So sehe ich das. Und mit einem aggressiven Stop, der eben statistisch hier mindestens mal bei 49 Pips liegen sollte, könnte man sogar, und das will ich jetzt mal hier nochmal darbieten, sogar einen Stop-Loss von 30 Pips nur nehmen. Also sprich unter den H4-Kerzen, oder wir können das Ganze auch noch mehr reinzoomen, dann bin ich aber heute fast schon mit der Intraday-Beschau weg, liebe Leute. Also hier um die Kerzen aus der Night- und Asia-Session. Also wir sollten definitiv keine neuen Tagestiefs machen, diese Kerzen rausnehmen. Wenn das passiert, dann sind wir übergeordnet in dem primären Abwärtstrend, den ich hier dann doch auch noch favorisiere, weil ich eben durchaus von einem steigenden, weiter steigenden Ölpreis ausgehe. Das sollte den Luni belasten. Insofern ist das hier wirklich nur eine kurzfristige Gegenreaktion. Aber das sind genau die Features und Tools, die der Seasonal Bull natürlich erlaubt, wo man sagt, hey, ich brauche Trading-Ideen, ich bekomme sie. Hier haben wir zum Beispiel Cut Schwarzer Franken, den schauen wir uns auch gleich mal an. Aber natürlich auch immer wieder hier wichtig zu wissen, dass das keine 100% Auswürfe sind. Ja, man hat hier die Trefferquote. Hier hat man zum Beispiel unten beim US-Dollar gegenüber dem mexikanischen Peso, ich sagte es vorhin schon, ein bisschen crazy, aber hier haben wir eine Trefferquote von 84% in den letzten 25 Jahren auf einem Trade bezogen von 4 Tagen. Starkes Pattern, keine Frage, aber auch das sind keine 100%. Und so ist es ja auch beim Forex Bull, ja, bei unserem Lieblingsinstrument im Rahmen der Intraday Pattern. Und auch da, wie gesagt, heute Morgen hatte ich schon viel drüber gesagt, über den Forex Bull und die entsprechenden Pattern. Da wird Bernd, wie gesagt, nachher noch was zum Besten geben, zum Euro-US-Dollar, seine Einschätzung. Hier haben wir ja heute das entsprechende Pattern erhalten. Und das übrigens dann eben schon am Abend 23 Uhr gestern, wusstet ihr schon, dass der Euro hier so eine Schwäche aufweist statistisch. Da geht es eben rein um statistische Trend- und Trade-Ideen. Und jetzt will ich vom Loonie dann gleich nochmal den kanadischen Dollar verlassen und vielmehr hier auf das Pfund kurz gehen, weil da habe ich einige Aufrufe hier schon bekommen. So. Joel ist direkt aggressiv dabei. Jürgen, was meinst du mit dem gegen den Short-Trend mit einem Long-Handel? Genau, Jürgen, das ist das Riskante, wo ich jetzt selber diese Idee nur aufwerfe. Ich handle sie selber nicht, da ich hier einfach der Fan des ganzen Trendfolgehandels bin. Also ich liebe es, saisonale Pattern in der laufenden Trendbewegung einzufangen, Konsolidierung meinetwegen mitzunehmen. Aber das hier ist eine klare Counter-Trend-Geschichte, kann aber natürlich reizvoll sein. Und ich stelle sie deshalb vor, weil hier mit einem engen Stopp durchaus, ihr seht das CAV, ja, wir riskieren hier knapp 30 Pips, rund 0,23% und können hier, ja, wenn es bis zum letzten Reaktionshoch vom Montag geht, ja, da können wir hier mal eben 100 Pips mitnehmen. Das ist ein CAV von über 1 zu 3. Also, das ist schon schön. Das ist schon Geschmäckle, wie es so schön heißt. Und kann man machen, muss man nicht. Jeder ist hier, wie gesagt, völlig frei in seinem Tun. Spätestens in diesem Bereich, aber dann, oder allerspätestens bei 1,2950, rechne ich damit, dass der Loni wieder nach unten geht. So, viel jetzt mal dazu. Und gehen wir mal zum Britisch Pfund US-Dollar. Der Bernd will sich nachher auch noch Kiwi anschauen und Aussie. Also hier die ozeanischen Währungspaare. Bleibt es da dran, liebe Teilnehmer. Die schaue ich mir jetzt nicht an, aber ich habe es in einigen Fragestellungen gelesen, dass auch die von Interesse sind. Schauen wir aber jetzt mal auf das britische Pfund. Brexit, das Thema schlechthin. Corona-Pandemie, mutierte Virus aus England. Das ist ja alles ein Stück weit schwierig und tricky. Und ich muss ehrlich sagen, subjektive Meinung, alles ohne Gewähr. Aber was da Great Britain sozusagen sich jetzt für ein Ei ins Nest gelegt hat mit den Credo, wir machen das jetzt alles alleine. Ich meine, Großbritannien ist jetzt nicht die Schweiz und Großbritannien hat jetzt auch hier sicherlich ja, anderes Wording. Ich meine, sie sind irgendwie immer noch die Kolonialherren früherer Zeiten, die großen Weltumsegler. Das hat sich natürlich alles ganz schön verändert und man muss schon sagen, das Pfund hat im großen Bild natürlich auch massiv gelitten, profitiert natürlich auch hier von der Dollarschwäche, die ich übrigens dann heute auch im JFD-Devisenradar in der Frühjahr zeigt. Ich will es euch aber auch hier nochmal kurz auf den Chart holen. Alle, die das heute Morgen nicht gesehen haben, bitte nachholen. Das Video ist ein Stück weit in Überlänge, muss ich sagen. Eieiei, es ist 20 oder 25 Minuten knapp geworden.
ultra lang für einen Wert, muss ich sagen. Aber da hatte ich hier eben auch den US-Dollar-Index beleuchtet, den ich jetzt hier nochmal kurz auf den Schirm hole für alle Teilnehmer. Wir haben hier den Dollar eben, die das Video heute Morgen nicht gesehen haben, für die ist es wichtig, den Dollar-Index als solchen, also man darf hier sagen, das ist der Außenkorb des Dollar, Außenkorb, der Außenwert des Dollars in einem Korb von Währungen und der verdeutlicht eben Stärke oder Schwäche des Dollars. Und wir sehen hier charttechnisch auch sehr schön, dass hier eine Umkehr erfolgte und der sozusagen nach unten abtauchte und ich erwarte, und deswegen auch jetzt die kurzfristige Goldpreisschwäche, auch einen kurzfristig schwächeren Euro durchaus passend, eben hier, dass der Dollar sich ein Stück weit erholt. Ich weiß es nicht, ob es über mehrere Wochen geht oder ob es nur wenige Tage sind, aber ich denke, er wird sich erholen hier in diesem Stauzonenbereich knapp unter 90 Punkten und dann ist aber übergeordnet der nächste Abwärtsimpuls meines Erachtens nicht mehr zu verhindern. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen, dass man hier am Ende des Tages immer wieder überlegen muss, was der Markt macht, was die Rahmenbedingungen machen. Und diese charttechnische Einschätzung ist eine Momentaufnahme. Ja, die bleibt genau so lange aktiv, wie hier der Dollarindex in diesen Verhältnissen bleibt, dass er hier in Richtung 92, maximal 93 Punkte läuft. Und dann rechne ich damit, dass der weiter nach unten abschmiert und hier in Richtung knapp 84 Punkte runter segelt. Das dürfte natürlich ganz klar den Goldpreis, den Euro und aber wahrscheinlich auch das britische Pfund beflügeln und das britische Pfund sieht technisch hier wirklich stark aus. Ich habe, und das will ich an der Stelle ganz unverblümt sagen, hier viel mehr zum Brexit-Ausgang eher mit Unsicherheit gerechnet, beziehungsweise hier eher eine Schwäche in Richtung 1,32 gesehen, mögliche Stabilisierung und dann, wenn der Super-GAU im Rahmen des Abschmierens der britischen Wirtschaft oder auch der Vorsicht der Marktteilnehmer über dem ganzen Irrsinn, aber EU und Great Britain einigen sich, dann einigen sie sich wieder nicht. Dann gibt es wieder andere Modernitäten, die angepasst werden müssen. Das ist, wie gesagt, eine never endless story. Du hast hier irgendwie gefühlt seit Jahren ein Thema, was nie so richtig ausgesessen wurde, nie so richtig ausdiskutiert und es gibt immer wieder Rechts- und Linksabschläge. Deswegen wird das Pfund gerade unter Trading-Gesichtspunkten sicherlich 2021 weiter spannend bleiben. Und den Chart, wie gesagt, hatte ich hier im Dezember gezeichnet, den muss ich jetzt mal ein bisschen aufräumen, aber es ist unschwer zu erkennen, dass wir hier in einem Aufwärtsimpuls stecken und gerade durch die Überwindung oder vielmehr die Überwindung hier von rund 1,35, 1,34, 80 dieser Zone, das Ganze haben wir übrigens dann hier zum Auftakt in die Woche nochmal bestätigt, hat sich das Pfund hier durchaus stabil gezeigt. Und jetzt, das darf man unverblümt sagen, ist davon auszugehen, dass wir die nächste Widerstandszone bei 1,38 attackieren. Das ist hier dieses Level. Und jetzt komme ich doch nicht umhin, euch den ganz großen Chart mal vorzuholen. Wartet kurz. Ich will den mal kurz einladen. Das Cable. Dann haben wir nämlich hier Big Picture View. Das ist natürlich auch eine feine Geschichte. Also kurz warten, bis sich der Chart einlädt. Das ist immer im Rahmen der Daten nicht ganz so simpel. Und da haben wir den Big Picture Chart vom Cable. Hier geht es über Jahrzehnte zurück, nicht wundern. Das ist jetzt eine wirklich Big Picture Beschau, wie ich sie eigentlich ganz gern mache. Und da will ich eben nur nochmal das große Bild vom Pfund dahingehend aufzeigen, dass wir hier, warte mal, hat die Maus jetzt hier einen Hänger? Jetzt muss ich mal kurz, da, jetzt sind wir wieder richtig. Hoppala. Jetzt muss ich die Maus nochmal deaktivieren. So, da sehen wir hier die absolute Widerstandszone. Also 1,38 war gerade im Tageschart zu sehen, aber ich weiß auch um die ja, Relevanz der Marke von 1,40. Das ist hier die Zone, die wirklich schon aus früheren Zeiten, insbesondere hier mit dieser Bodenbildung zur Jahrtausendwende herkommt. Dann gab es hier diesen Finanzmarkt-Flash-Crash. Dann gab es das Schottland-Referendum, dann gab es die Brexit-Geschichte und hier oben ist eine massive Widerstandszone. So bullisch ich auch bin für den oder das Währungspaar britisch Pfund US-Dollar kurzfristig, so glaube ich, hier bei 1,40 wird sich hier erstmal der Kopf gestoßen. Dann könnten wieder Themen rund um Brexit und belastende Aktionen Einzug halten. Und das wäre natürlich hier dann knapp über der kurzfristigen Tageschartmarke von 1,38 hier auf Big Picture Basis die Runde Hausnummer 1,40, die eigentlich als Hürde dienen sollte. Ich kann mir gegenwärtig nicht vorstellen, dass wir hier in die Region der Hochs von Anfang 2018 reinziehen. Ja, das wäre dann hier 1,43 knapp. Kann alles passieren, keine Frage. Wenn der Dollar richtig Schiffbruch erleidet, dann dürfte das Pfund zwangsläufig davon profitieren. Und dann gehen wir auch mal ganz schnell in Richtung 1,43 hoch. Dann sind wir hier sozusagen in den Hochspitzen hier drüben, eben von Anfang 2018.
ist nicht auszuschließen. Also das kann im Rahmen einer wirklichen Dollarabwertung mal ganz schnell passieren. Ist aber, wie gesagt, dann hier meines Erachtens weniger eine Pfundstärke als vielmehr eine Dollarschwäche, die das Pfund hier nach oben treiben lässt. So zumindest mal meine kurzfristige Einschätzung. Generelles Aufwärtspotenzial, wie gesagt, in Richtung 1,38, 1,40 durchaus gegeben. Das mal hier zum bullischen Credo vom Pfund. Und lieber Ralf, du hast das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen immer wieder im Fokus. Das magst du sehr. Handelt vielleicht, wenn es noch jemand handelt, ruhig mal gerne in den Chat geschrieben. Hier haben wir ja auch die Situation, das habe ich jetzt zuletzt noch eingeschätzt. Die Widerstandsmarke, witzigerweise, ist es hier nicht 1,40, sondern die 140 Yen-Marke, die sich hier so ein Stück weit als Widerstandsbereich klar aufgezeigt hat. Und das war auch die Idee hier vom Dezember, dass wir da ein Stück weit scheitern. Dann gab es hier nicht nochmal so eine Attacke, sondern der ist direkt hier nach unten gelaufen. Das Short-Pattern, das, was wir damals hier aufgerufen hatten, ihr könnt es euch vielleicht erinnern, Zuschauer der letzten Webinar-Session, da hatten wir genau hier einen möglichen Short-Entry, wo ich dann aufzeigte, der könnte hier hochspucken, um dann nach unten abzudriften. Und das wäre hier so ein schönes Ratio. Dann schaut euch das an, da ging es direkt 2 Tage später massiv in den Keller. Ich weiß nicht, wer von euch das mitgetradet hat, aber das war eine Einschätzung vom letzten Webinar, wo ich auch sage, ich weiß nicht, wie es beim Luni sich ausgeht heute, also beim US-Dollar Cut, aber hier beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen hatten wir wirklich mal kurzfristig wieder einen schönen Riecher. Hier jetzt die Situation, dass wir natürlich mit der Etablierung über der Marke von 1,40 Pfundstärke lässt grüßen, hier auf jeden Fall jetzt den Fakt vorliegen haben, dass der auch weiter aufwerten dürfte, vielmehr das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Und hier ist eigentlich als nächste Zielmarke das Zwischenhoch hier vom September, ne, halt, es müsste August sein, oder? Das ist, na, der 1.9. hier bei 1,4271. Das ist das Reaktionshoch, was unmittelbar vorausliegt. Die vielmehr wichtigere Widerstandszone findet sich hier oben bei 1,44, also bei 144 Yen, mit Verlaub. Das ist die Zone, wo ich der Meinung bin, hier könnte er hinlaufen. Schauen wir auch, danke lieber Ralf für den Hinweis, auch nochmal auf die Saisonalität. Und hier komme ich auch immer wieder gerne auf das Tool vom Forex Bull zurück, nämlich dem Saisonalitätsindikator, der uns hier, gehen wir mal auf die letzten 20 Jahre, dann immer zu verschiedenen Währungspaaren den saisonalen Verlauf darstellt. Und dann haben wir hier beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen, nehmen wir mal 40 Handelstage, schauen wir ein bisschen in die Zukunft, kurzfristig abwärts, okay. Wenn man das sozusagen ins Kalkül zieht, und jetzt sieht man auch hier sogar nicht nur kurzfristig abwärts, sondern volatil seitwärts, also nicht wirklich eine klare Trendtendenz, wie das bei Gold und anderen Währungen wie dem Luni zum Beispiel der Fall ist. Schauen wir zum Beispiel, na, Luni ist auch nur kurzfristig der Fall. Moment, wo ist er? So. Ja, da haben wir kurzfristig hier dieses bullische Pattern, wird auch massiv hier vom Saisonalitätsindikator des Forex Bulls abgedeckt. Wie gesagt, Seasonal Bull, wer da Interesse hat, 14 Tage testen, da seasonalbull.com, und JFD-Kunden können hier sozusagen einen kleinen Special erhalten. Ja, ist aber nicht sozusagen irgendwie binden oder irgendwas anderes, ist einfach nur ein Feature im Rahmen der, sage ich mal, Partnerschaft. Der hat auch nichts davon, der gibt uns das, weil wir uns sozusagen einfach über lange Jahre kennen und weil wir mit dem Forex Bull eben hier die Intensivkooperation haben, was natürlich als Tool nur JFD-Kunden zur Verfügung steht. Der Forex Bull, schaut euch daran, da haben wir, wie gesagt, die Saisonalität. Und beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen kurzfristig schwach, könnte also wie folgt ablaufen, dass wir hier nochmal einen kleinen Pullback sehen, nochmal einen kleinen Rücklauf in Richtung 140. Jetzt zeichne ich auch mal wieder mit blauen Tendenzpfeilen. Das hat der ein oder andere gerade im Chat vermisst. Hier also nochmal runterlaufen, sozusagen das Tief von gestern, vom Wochenauftakt so ein Stück weit anteasern und dann aber ja volatil seitwärts nach oben uns arbeiten. Das kann auch immer wieder mal schärfere Rücksetzer geben, aber die Marke von 144 Yen ist meines Erachtens durchaus stabil erreichbar, in Anführungszeichen. Bleibt spekulativer Charme. Insbesondere hier auch aufgepasst, wenn wir die 140 wieder nach unten aufsägen, dann haben wir die Gefahr, dass natürlich ein Einbruch vorsteht und man durchrauscht nach unten, und unterhalb von 140 Yen kann es hier, und da sehen wir auch so das Seitwärtsgebaren seit November, auch mal wieder ganz schnell Richtung Süden gehen. Also hier aufgepasst, gerade unterhalb von 140 Yen die Gefahr, dass wir hier die Tiefs vom Dezember nochmal ansteuern, ja, hier relativ stark zurücklaufen, vielleicht sogar die Trendlinie seit Mai aufgebaut, dann mal testen. Also das kann hier mal recht schnell dann auch
wieder in Richtung 137 und gegebenenfalls tiefer gehen. Also da aufgepasst, unterhalb von 140 würde ich die Handbremse lösen und den Short sozusagen beenden. Das mal als Beschau hier zum britischen Pfund Yen. Gern geschehen, Ralf. Kommt direkt das Feedback in den Chat. Dafür sind wir ja hier im Devisenradar, dass wir so ein Stück weit eben auch jede Marktaffinität mal in die Beschau nehmen. Und jetzt muss ich noch mal kurz in mich gehen. Ich hatte hier den kanadischen Dollar, Schweizer Franken. Auch nochmal ein Währungspaar der zweiten Reihe. Haben wir hier auch in den letzten Jahren, hier gab es diese große Range immer schön eingefangen und schön gecovert. Jetzt haben wir hier wieder, also das Paar ist wirklich sehr crazy im Rahmen von Range Trading. Und jetzt sind wir hier in der Situation, das ist wirklich ein bisschen unspannend. Also wenn ihr euch den Chart anschaut, tut mir leid, das ist einfach Finger weg. Das Ding läuft seitwärts. Trendmomentum seit Monaten nicht wirklich stark ausgeprägt, aber wir haben einerseits hier ein bullisches Pattern und ich habe das so im Hinterkopf vom Trade Miner, genau hier oben. Da haben wir den sozusagen mit dem heutigen Tag bis sogar zum 16.3. Also in 63 Kalendertage, also das ist heftig. Erlaubt sich dann aber ein durchschnittlicher Profit von 270 Pip. Na, über die Zeitzone muss man das erstmal wirklich ein Stück weit verdauen. Maximaler Gewinn 1600 Pips, also das ist alles ein Stück weit wirklich schon, ich will nicht sagen Hanebüchen, aber eine ganz schön krasse Pattern-Logik. Aber es ist ein statistischer Vorteil, der den Schweizer Franken zumindest im Januar bis in den Februar, März hinein sogar laufen lässt. Hier ab 22.01., vielleicht nehme ich die nächste Woche nochmal unter die Beschau, haben wir hier die Möglichkeit, dass wir nach oben laufen. Richtig technisch interessant, sowas natürlich, wenn wir hier, ich will sagen, wir haben, ihr seht das hier nochmal, wir hatten hier wirklich im Jahr 2019 eine Mega-Range, die sich dann eben bis Anfang 2020 hinzog. Wirklich spannend. Vielleicht baut er jetzt genau das gleiche nochmal auf. Ja, ich adaptiere das Feld mal direkt nach unten und schiebe das mal so ein bisschen rüber. Also es mag sein, dass wir hier beim Cut Schweizer Franken wieder mal ein Jahr der wilden Seitwärtswolle erleben. Ich schiebe das jetzt mal direkt bis dahin, weil das ist echt spannend. Und wenn wir uns hier diesem oberen Bereich nähern, wird natürlich die Frage sein, setzt sich so eine Range-Geschichte fort oder brechen wir aus? Und wir wissen aufgrund des Bull-Patterns, dass zumindest mal auch ein Ausbruch, 1600 Pips ist jetzt übertrieben, aber zumindest mal ein Ausbruch in Richtung von 200 Pips erfolgen könnte. Und das wäre natürlich dann schon eine Region, die man handeln kann. Also Cut Schweizer Franken mal anschauen, hier auch range-technisch sicherlich bald Short interessant. Wer den Ausbruch handelt, soll wissen, dass saisonal hier so ein Stück weit Rückenwind vorherrscht. So, jetzt habe ich so ein kleines Piepen im Ohr nach dem Motto, Bernd müsste sich jetzt mal bereit machen. Ich hoffe, Bernd, du bist noch dabei. Ich muss jetzt direkt mal durchgucken. Ah ja, da kommt direkt das Yep in den Ether. So wie ich das sehe, wenn das mit der Aufzeichnung auch klappt, haben wir heute auch eine Aufzeichnung zum Auftaktswebinar. Freut mich natürlich außerordentlich. Bernd, da bist du auch direkt mal heute wieder auf dem Band. Insofern wünsche ich dir jetzt mal viel Spaß. Ich schalte schon mal das Mic frei und würde auch gleich dir den Bildschirm rübergeben. So, jetzt musst du mal schauen. Jetzt müsste das Mic eigentlich frei sein. Schaltung aufgehoben. Bernd. Hallo Chris und beste Grüße in die Runde. Jawohl, da haben wir ihn wieder. Sehr gut zu hören, lieber Bernd. Schön, dass du da bist. Bin gespannt, was der Forex Bull gemacht hat, Schrägstrich, was du zu den ozeanischen Perlen sagst und freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich gebe dir mal den Bildschirm rüber, liebe Teilnehmer der alten Runde. Ihr wisst, was jetzt passiert. Wir tauschen jetzt mit dem Bildschirm interaktiv und jetzt seht ihr gleich den Bildschirm von Bernd. Übrigens, Bernd, du wirst auch vom Joel direkt gegrüßt an der Stelle. Beste Grüße zurück. Ich muss nur den richtigen Bildschirm finden und da haben wir ihn. Solange es nicht Hoffe ich. wie beim Dennis ist mit seinen 16 Bildschirmen. Ja. Sehr gut, ich sehe den Bildschirm US-Dollar Cut Long gezündet und insofern Ja. ist das genau der Chart, den du uns jetzt zeigen willst. Ist ja interessant, stimmt, das hatte ich gar nicht, sage ich mal, in meiner Ja, das wollte ich nämlich Lumi-Betrachtung. im Nachgang nochmal sagen, weil du heute den Luni so lange besprochen, weil du den Luni so lange besprochen hattest. So schön gegen den Trend und heute mit einem bullischen Pattern und gar nicht mal so schwach, habe ich gedacht, den Intraday-Chart, den ziehst du jetzt auch noch rein, weil,
wenn man dieses den Counter Trade dann machen will, dann hat man natürlich mit dem Forex Bull ein wunderschönes Einstiegssignal Intraday und vielleicht entwickelt er sich ja dann doch über die Tage dann, na, was du prognostiziert hast. Da muss ich. Und deswegen. Warte. Da muss, danke, lieber Bernd, da muss ich sagen, da war ich irgendwie wirklich, ich will sagen, fast betriebsblind, weil ich klarerweise den Luni ja heute Morgen dabei hatte. Ich hatte aber zwischenzeitlich offenbar zu viele Telefonate oder andere To-Dos, wo ich einfach sage, das hätte jetzt echt völlig aus dem Augen, sag ich mal, aus dem Augenschein gewischt, dass der Luni natürlich heute auch mit einem guten Pattern daherkam und ich das sozusagen. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Du hast so viele Coins in deiner Ja, das mag sein, lieber Bernd. Aber du hast es richtig gesagt. Wir haben hier mit dem Seasonal Bull eine schöne Chance auf Tagesbasis, countertechnisch gegen den Trend. Und der Forex Bull hat ja auch letztes Jahr, ich erinnere mich an den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar, auch hier Intraday ein Countersignal eingeleitet, wo dann mehrere hundert Pips auf der Nordseite sozusagen möglich gewesen sind. Also wirklich spannend. Insofern, ich will dir gar nicht die Bühne rauben, Bernd. Ja, na, alles gut. Wir können immer Dialog. Bilateral, also deswegen, der US-Dollar kann Dollar heute mit einem super starken Bull-Pattern, weil 75% ist schon mal eine ordentliche Hausnummer und dann auch noch mit 573 Erscheinungen, das ist schon mal gut. Das Problem ist halt, die Vorgehensweise vom Forex-Bull kennt man ja, also die ASA-Range muss nach oben verlassen werden. Hatten wir eben schon gesagt, 79 Pips Daily-Range, 18 Pip ASA-Range, das ist relativ wenig. Der Pivot Point allerdings, der natürlich für den Forex, für das Forex Bull Pattern auch aktiviert sein muss, lag natürlich ein Stück über der ASA Range und erst da wurde der Trade aktiviert. Und ja, dann muss man natürlich, ja, der Stop Loss liegt in der Regel unter der ASA Range oder wo auch zufälligerweise das Vortagestief ist. Da kann man halt den Stop setzen, wurde knapp verfehlt und jetzt zieht er nach oben. Und da spricht er, und ich habe heute, ich glaube, wir sind heute ein bisschen dollarlastig. Ich habe ja heute nur Dollar, also US-Dollar, Kan-Dollar haben wir heute. Dann habe ich noch Euro-Dollar, Kiwi und Aussie, auch alles wow. Dollar. Das willst du jetzt alles reinbringen in die Viertelstunde? Na, ja, viel Spaß. Sauber. Das machen wir ganz locker. Das Devisenradar, ne, wo ich heute 25 Minuten verquatscht habe. Wahnsinn. Ja, ja, wir machen eine halbe Stunde länger. War Spaß. Nein, ich wollte nur noch mal kurz hier den Luni zeigen, weil der, wie gesagt, ein Intraday ein schönes Signal liefern kann für einen Counter-Trade. Also du hast jetzt eben 4-Stunden-Chart gezeigt und ja, sieht doch gut aus. So, jetzt machen wir aber weiter mit, ich schieb den mal weg hier, den Intraday-Chart. Das will ich vielleicht ganz kurz noch anfügen. Du hast ja jetzt hier den EA da gerade im Demo-Modus laufen. Das ist übrigens der EA, liebe Teilnehmer, über den wir nächste Woche beim Workshop sprechen werden. Ausführlich, das ist sozusagen der Expert-Advisor zum Forex-Bull, der sozusagen automatisierte Trades einwirft. Also super, super witzig, dass das heute alles passt. Komme ich gleich noch beim Euro-Dollar auf den Intraday Expert Advisor. Wie gesagt, Viertelstunde noch. Ich habe noch mitgebracht die beiden ozeanischen Pairs, Kiwi und Aussie. Und da warst du letzte Woche, oder beziehungsweise ja, die erste Woche warst du ja noch im Urlaub. Ich hatte es auch, glaube ich, gepostet im Stream. Die beiden Pairs sind natürlich. Ich fange mal mit dem Kiwi an, im Großbild. Seit geraumer Zeit im starken Aufwärtstrend. Und irgendwann, wir hatten es glaube ich schon im Dezember gesagt, irgendwann muss auch mal eine Konsolidierung bzw. mal eine Pause einsetzen. Und die Saisonalität, und auch da ziehe ich nochmal kurz den Forex Bull, den Saisonalitätsindikator hinzu. Und da habe ich jetzt US-Dollar aus Cut. Kiwi, Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und mit Vorschau auf die nächsten 20 Handelstage ist eindeutig die Tendenz im kompletten Januar abwärts gerichtet. Und ich, bevor ich jetzt gleich nochmal reinziehe, zeige ich es gleich nochmal für den Austral-Dollar, US-Dollar. Da ist nämlich das Gleiche. Auch da zeigt sich im Januar, im kompletten Januar hindurch, eine Schwäche. Und das Schöne ist, dass und ich mache das mal ein bisschen größer hier im MACD, sich seit Anfang Dezember schon eine negative Divergenz im MACD-Indikator ausgebildet hat. Das heißt, der Kurs ist seit Anfang Dezember immer weiter gestiegen. Der MACD hat aber bereits nach unten abgedreht. Das sieht man hier an dem schönen roten, an der Trendlinie hier. Der dreht nach unten ab und das Histogramm ist auch schon ein bisschen wackelig geworden, dreht jetzt nach unten ab. Und ich muss dazu sagen, ich bin in allen drei
seit letzter Woche mit diesem Chance-Risiko-Profil. Und naja, ich meine, der heutige Tag ist schon mal wieder ganz ordentlich. Und jetzt muss man einfach mal abwarten. Aber ich denke mal, dass durchaus eine Konsolidierung angesagt ist an das 38er Fibo bis in den Bereich zum 50er. Und das dürfte sich dann so rund um die 0,70 einpendeln. Und mit diesem CRV kann man gut leben, denke ich mal. 1,3% zu gut 3% ist über 2. Mhm. Das passt soweit. Und hier haben wir nochmal die Unterstützungen von Ende November bis Mitte Dezember. Also in diesem Bereich könnte er durchaus laufen. Von daher mit der negativen Divergenz und der Saisonalität vom Forex Bull für mich ein sehr, sehr interessantes Pattern gewesen. Absolut. Also Setup. Ja. Zum Ossi. Ähnliches Bild haben wir eben gesehen im Saisonalitätsindikator. Nur hier gibt es keine Divergenz im MACD-Indikator. Nichtsdestotrotz aufgrund der Saisonalität auch hier ein Short Trade mit engem Risiko, 1,3 zu 3,4 ist sogar noch besser als beim Kiwi. Jedoch zeigt sich der Austral-Dollar deutlich stärker als der Neuseeland-Dollar. Wenn man schon in 3 Pairs US-Dollar long ist, dann hätte man vielleicht den Aussie oder den Australier US-Dollar weglassen können. Aber ich lasse den jetzt mal so weiterlaufen. Auch ein super CRV und auch hier 38er FIBO, 50er FIBO, also ein bisschen diesen Bereich und die Unterstützungslinie bei der 0,73, 0,74 hier, der wieder Unterstützungsbereich. Im Idealfall läuft er noch da bis da unten hin. Das muss man jetzt für die nächsten Tage mal sehen. Aber wie gesagt, der Austral-Dollar ist eindeutig also widerstandsfähiger gegenüber dem US-Dollar als der Neuseeland-Dollar. Mhm. Ich meine, das sieht man schön hier an diesem Histogramm, wie also der Kurs steigt wirklich und der knickt schon vorher deutlich nach unten ab. Also das ist, finde ich, schon sehr interessant. Hier ist es, wie gesagt, gar nicht ausgeprägt eigentlich. Er hat neue Hochs gemacht und der MACD auch. Aber im Kiwi war schon sehr interessant. Absolut. Schöner was du eben auch im US-Dollar-Index gezeigt hast. Also ich glaube auch, dass der US-Dollar jetzt mal eine 2-, 3-, 4-wöchige Phase haben könnte, wo er durchaus ein bisschen stärker ist, was natürlich Austral-Dollar und Neuseeland-Dollar schwächen würde und auch den Euro-US-Dollar, also den Euro. Und ja, vielleicht nehmen wir im Januar einfach mal diese Phase mit. Vielleicht funktioniert es, da muss man mal schauen. Natürlich ist alles immer ein Risiko, aber wie du mal sagst, solange die CRVs passen, alles gut. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir zum Euro-US-Dollar. Und da gab es von der Saisonalität her zwar kein Signal, aber auch hier, ich mache es mal ein bisschen größer. Auch hier sieht man deutlich, dass seit Mitte Dezember der Kurs weiter angestiegen ist auf neue Hochs, aber auch hier schon der MACD nach unten abgedreht hat und in den letzten Tagen jetzt mit knickt er jetzt so richtig nach unten ein. Auch das Histogramm dreht deutlich nach unten ab. Und auch hier, wie gesagt, bin ich short seit letzter Woche und ja, ich mag es gar nicht sagen, also bis 1,19, das ist ja der nächste Unterstützungsbereich, der größere seit August schon 2020, immer mal wieder angetestet, hier dann der Durchbruch, neue Hochs, aber MACD dreht schon ab. Auch da war mal eine Konsolidierung fällig und das Chance-Risiko-Verhältnis vom Einstieg hatte ich jetzt gedacht, hier in diesem Bereich rund um die 1,20, 60, 65, hier so, oder 50, das Risiko 0,9 zu 1,67 passt zwar nicht ganz, aber man hat natürlich noch die Zusatzchance, dass er wirklich noch hier unten runterläuft an die 1,1920 und dann sollte das alles wieder passen. Wenn der Trade natürlich jetzt vorne liegt, ist man dann natürlich in der komfortablen Lage, den Trade komfortabel auch zu managen. Das heißt, man kann das ursprüngliche Risiko sukzessive senken und ist dann, wenn er jetzt nochmal einen Sacker hier unten durchmacht, durch diese beiden Kerzen, kann man schon auf Einstand ziehen und dann halt mal laufen lassen, oder? Mhm, mhm. Nicht so gut, Chris? Du wolltest einen Pullback kaufen. Ja, Pullback war in der Tat etwas, wo ich sage, spannend. Also es ist, wie gesagt, ich hatte ja vorher auch den
Dollar-Index. Und wenn der wirklich jetzt so ein bisschen durchschnauft, glaube ich eigentlich ganz gut dran, dass der hier nochmal auch den Euro Richtung 1,20, 1,19 drücken könnte. Die Zusatzchance ist da wirklich eigentlich hervorragend gesegnet. Also das ist wirklich schön dargestellt. Auch muss ich echt sagen, das kann man als Trade-Idee genauso in den Raum stellen und genauso auch lassen. Die Frage ist halt nur, ob er dann jetzt mit einem Satz nach unten so durchrauscht oder ob er eben dann, wir haben ja nicht vergessen, Ende des Monats die Fed-Sitzung, sind wir übrigens wieder live dabei, also mit dem Andreas sind wir hier speziell wieder on the air und da dürfte das Thema Realzins, Inflationserwartung ganz, ganz wichtig sein. Da dürfen wir uns auf Volatilitäten einstellen und ich glaube, vielleicht haben wir da auch nochmal so eine Impulsgebung für den Dollar und dann natürlich auch für den Euro-Dollar im Währungspaar. Absolut, ja. Die ist ja wahrscheinlich immer eine Woche vor Monatsende, ja, irgendwie sowas, die letzte, vorletzte Woche, ja. Mhm. Ja, aber man muss jetzt mal schauen. Ich meine, unabhängig von den News, ich meine, die Notenbank-Sitzungen waren jetzt auch in den letzten auch nicht so spektakulär generell, dass da jetzt, da gibt es mal kurze heftige Ausschläge nach oben und unten für, weiß nicht, 60, 70 Pips am Euro-Dollar, aber das war's dann auch wieder. Ich denke mal tendenziell, wenn der US-Dollar mal eine Phase hat, wo er sich ein bisschen stärken kann, sollten die eben genannten Währungspaare durchaus mal für eine Chance nach unten hin gut sein. Absolut, absolut, Bernd. Und dann kommen wir natürlich. Das ist jetzt der Tageschart und perfekt passt natürlich ins Bild, dass der Forex-Bull uns heute ein ideales Short-Pattern liefert. Einen Augenblick, ich ziehe es kurz rüber. Und zwar, das ist noch der US-Dollar-Kan-Dollar und der Euro-US-Dollar ganz unten auf der Liste, auch mit einem super starken Pattern. 63% sind zwar nicht die 70%, 75% vom Luni, aber 702 Erscheinungen im Euro-Dollar sehe ich auch nicht so oft. Und das sind halt die prognostizierten Hochs und Tiefs und Close. Und da der Euro, da der Euro-Dollar schon schwächer angesetzt hat, gehe ich jetzt mal direkt in den Intraday-Chart. Einen Augenblick. Will er nicht so richtig. So, jetzt haben wir ihn. Das ist noch der Cut. Und den machen wir weg. Und hier ist der Euro-US-Dollar im Intraday-Chart. So, was ist das jetzt hier? Ich wollte den Forex-Bull nochmal rüberholen. Da ist er jetzt, genau. Und das Pattern sieht man, Euro-Dollar, genau. Und wie gesagt, im 15-Minuten-Intraday-Chart, auch hier haben wir das ähnlich wie beim Luni, durch die relativ starken Bewegungen gestern, dass der Forex-Bull ja die Asia-Range nach unten verlassen haben und auch den Pivot-Point. Und der lag relativ weit unter der Asia-Box. Na, der lag relativ weit unter der Asia-Box. Nichtsdestotrotz hat der prognostiziert der Forex-Bull 1,2146. Das wäre genau hier unten, wo jetzt auch der Take-Profit liegt. Den hat er bisher leicht verfehlt. Aber warten wir mal den weiteren Abend ab. Und ja, also auch da kann man intraday wunderschöne Signale handeln. Wer ja zum Beispiel sehr aggressiv vorgehen möchte, der wartet nicht, wenn er von diesem, also ich sag's mal so, wenn er von diesem Pattern überzeugt ist, dann wartet er nicht erst den Durchbruch des Pivot Points ab, was natürlich vorteilhaft ist. Aber man kann natürlich auch hier schon einsteigen, wenn er durch die Asia-Box durchfällt. Und das alles, ich schiebe den Forex-Bull mal kurz weg, haben wir in einem Expert Advisor zusammengefasst, wo wir nächste Woche einen Workshop machen, unter anderem zum Forex-Bull, als auch der Expert Advisor im Detail nochmal vorgestellt wird. Und ich blende jetzt mal die einen Augenblick. Das sind die Einstellungen jetzt zum Beispiel, wie man sie vornehmen kann. Und der Einstieg ist laut Forex Bull, immer Pivot Point muss durchschritten sein und Asia Range. Die stehen beide auf True. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin von dem Pattern überzeugt und ich möchte bereits unterhalb der Asia Range einsteigen, dann wird das sehr vorne natürlich deutlich besser, beziehungsweise der Trade wäre schon längst im Gewinn. Dann kann ich im Expert Advisor den Pivot Point einfach ausschalten. Und dann startet der Trade nicht hier unten, sondern bereits hier oben. Das ist eine feine Sache, aber darauf gehen wir dann nächste Woche nochmal im Detail ein, in unserem Workshop.
und auch den Stop-Loss, wenn der Pivot-Point so weit unten liegt, in der Regel setzt man, also wenn der Pivot-Point innerhalb der ASA-Range liegt, liegt der Stop oberhalb der ASA-Range. Wenn ich aber den Pivot-Point so weit unten liegen habe, dann habe ich auch über den Expert-Advisor die Möglichkeit, und das habe ich ja heute Morgen auch gemacht, wenn der hier unten durchgeht, dann darf er schon gar nicht mehr übers Vortageshoch steigen, beziehungsweise über den Open Price. Und auch das kann ich jetzt hier im Expert Advisor mit bestimmten Einstellungen vornehmen. Wo soll dann mein Stop-Loss liegen, wenn der Trade ausgelöst wird? Aber wie gesagt, über den Expert Advisor selber können wir dann ja im Workshop nächste Woche nochmal detailliert sprechen. Das wäre dann eigentlich Intraday auch schon zum Euro-US-Dollar gewesen. Jetzt bin ich ja schneller durch, als ich dachte. Schau mal, Chris. Ja, Euro-Dollar, Kiwi, Aussie. Da muss ich mir direkt mal ein Beispiel nehmen, Bernd. Beim Radar habe ich ja immer meine maximal akademische Viertelstunde, die ich auch versuchen werde, dieses Jahr bestrebt einzuhalten. Heute Morgen habe ich irgendwie echt voll die Zeit vergessen. Ich dachte fast, ich wäre an einem Webinar. Aber sei es drum, super, super vielen Dank. Der Jürgen fragt gerade, was die ASA-Range ist. Und ich möchte nochmal als Anmerkung noch geben, wir haben den Forex Bull EA aktuell auf einem Demo laufen, setzen das aber in Kürze auch auf einem Live-Account komplett um natürlich auch einen schönen Track-Record aufzubauen. Und den EA kann man natürlich auch auf einem Demo-Konto testen. Das ist alles möglich. Da werden wir dann in der nächsten Woche zum Workshop noch ein bisschen was erzählen. Die Verlinkungen habe ich euch alle in den Chat gestellt, weil auch 2, 3 Fragen gerade kamen. Ich werde wahrscheinlich, wenn wir das Video hochladen auf YouTube, werde ich dann den Link unten auch noch einbauen für alle die das Video irgendwie in den nächsten Tagen erst sehen. Da ist bis nächste Woche noch einiges möglich. Aber die Frage zur ASA-Range, du hast ja die Zeiten oben drin, kannst du direkt vielleicht beantworten, lieber Bernd. Ja, das habe ich auch im Handbuch nochmal geschrieben. Also was ist die ASA Range? Wann handeln die Asiaten, die ozeanischen Pairs, die Yen und so weiter? Ja, wann wird da gehandelt? Das ist natürlich, da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, wir haben für uns, sagen wir so, hier sieht man, also im Expert Advisor kann man festlegen, der Start der ASA Range ist bei uns 22 Uhr. Das sind alles Serverzeiten. Das wäre bei uns 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und Ende der Asia Range ist die 6 Uhr, also 7 Uhr unserer Zeit. Also 23 bis 7 Uhr MEZ. Und dann gibt es natürlich Leute, aber die Asiaten handeln doch bis 8, 9 Uhr. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber das Schöne ist halt, im Advisor kann man halt die Zeiten einfach mit dem Doppelklick, dann klicke ich hier auf 23 Uhr und hier sage ich, okay, die handeln ein bisschen länger. Dann klicke ich hier einfach auf 8 Uhr, das wäre dann 9 Uhr unserer Zeit und dann ist der asiatische Handel beendet. Dann verschiebt sich die Box natürlich dementsprechend nach rechts. Und die Asia Range muss jeder für sich selbst festlegen. Wir haben, der Chris und ich und auch in den ganzen Testphasen, also festgestellt, dass die Range von 7 Uhr MEZ, was rede ich, von 23 MEZ bis 7 Uhr MEZ. Ja, ich komme jetzt hier mit den. Also von 23 bis 7 Uhr eine gute Zeit ist. Absolut. Also 22, ja, das passt soweit. Wie die jetzt eben. Ich muss das nochmal laden hier, sonst komme ich ganz durcheinander mit den Zeiten. So, 22 bis 6 Uhr, 23 bis 7 Uhr unserer Zeit. Genau. Das ist die Asia Range. Das ist die Asia Range. Das ist im Prinzip wirklich so der, weil Forex ja 5 Tage die Woche handelt, nicht wie die Krypto 7, sondern in Anführungszeichen nur 5, ist das natürlich so die Zeit. Neuseeland zum Beispiel eröffnet dann eben 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Sonntag. Da geht es im ozeanischen Raum los. Da sind dann auch die Asiaten mit dabei. Und das ist eben das, wo wir einfach die Asia Range als asiatische Handelszone definieren. Es gibt dann die European Range noch und auch die US Range, also die Zeitrangen. Und das kann man, wie gesagt, so in solche Zeitzonen teilen. Und wir wollen hier erstmal den Handel der Asia-Session sozusagen abwarten, um dann für die European-Session, wo auch eigentlich das größere Kapital seinen Einzug findet, dann sozusagen mit dem Forex-Bull die Pattern umzusetzen. Man kann natürlich die ozeanischen Pairs, gerade weil der asiatische Handel oder Neuseeland-Dollar und Aussie-Dollar eben hier auch dann schon in der Nacht manchmal konjunkturgetrieben auch schon frühere Ausschläge kennzeichnen, den Nachthandel da auch mit dem Forex-Bull schön umsetzen, aber faktisch eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, hier einfach ja die Entry-Bedingungen auch ein Stück weit abzugrasen, weil man sich sicherlich dann die Frage immer stellt, wann ist denn jetzt der Trigger da? Neues Tageshoch, neues Tagestief? Oder verknüpft man das eben noch mit so einer gewissen Range, die wir uns hier sozusagen erarbeitet haben? Also in dem Falle, ja. Jürgen,
Ja, der Joel fragt gerade noch Australien oder Neuseeland-Dollar. Joel, das nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit für die nächste Woche. Jetzt sind wir ja durchaus ein Stück weit über der Zeit, schon minimal, aber ich hoffe, es hat euch gefallen, das Auftaktswebinar. Gibt es da uns sehr, sehr gern ein Feedback, damit wir wissen, wo wir stehen, wo wir hin können. Wir wollen auf jeden Fall nach wie vor dieses Jahr weiteren Content für euch liefern. Mit mir meine ich auf jeden Fall Bernd, der immer mal wieder reinschaut hier beim Devisenradar. Nicht immer, weil er natürlich auch zeitlich andere Dinge manchmal zu tun hat. Aber freue mich da auf jeden Fall, wenn er da immer wieder auch eine Gast-Special-Action hier übernimmt. Vielleicht sogar im Trading Room, lieber Bernd, dann auch mal ein Stück weit mehr mit dem Forex Bull. Da haben wir ja verschiedene Ideen, sozusagen auch da den Content abgefragt zu wissen, den wir euch dann auch immer wieder gern mitteilen, um der Möglichkeiten der Marktchancen. Also, dann will ich mal sehen, dass unser Euro-Dollar hier noch die Daily Range nach unten auflöst, den Take Profit abholt und das sieht eigentlich mal gar nicht so schlecht aus. Mich wundert nur, dass der Goldpreis sich relativ stabil jetzt wieder hält. Also, Ja, der das ist ist mir den ganzen Tag schon aufgefallen. absolut. Ich warte mal kurz abbrechen hier. So. Das ist wirklich Der was, wo ich sage. Gold, den Goldpreis haben wir ja auch heute laufen, der hält sich extrem. Der ist auch heute Morgen hier schön durchgesackt. Wie du eben heute Morgen auch kurz, hat du es Genau. heute Morgen erwähnt? Ja, heute Ja, Morgen, ja, genau. ja. Ja, genau, heute Morgen. Da ist er schön durchgesackt. Pivot Point knapp unter der 9 Dollar Asia Range zu knapp 32 Dollar Tagesschwankung. Da hätte es eigentlich durchrauschen müssen. Das wäre schön gewesen. Hätte doch, Aber hätte. Aber hätte, genau, hätte, und die Fahrradkette, der genau. Witz, ich sagte ja auch heute Morgen schon, wir brauchen natürlich bei jedem Pattern oder auch Momentum, Move, also Volatilität, Momentum. Und der Euro schmiert schön nach unten ab, aber Gold hält sich erstaunlich stabil. Und man muss zugeben, theoretisch würde der wahrscheinlich jetzt schon am Vortagestief irgendwie da rumpendeln, weil er die Range ja noch nicht mal abgearbeitet hätte. Aber aktuell hier mit noch nicht mal 14 Dollar Tagesschwankung, das ist wirklich minimalistisch. Also mal abwarten, der kann schon noch nach unten durchsacken. Wir selber nutzen ja Closing Time 20 Uhr. Beziehungsweise 21 Uhr gibt es dann sozusagen einen Automatic Close oder man macht es eben manuell. Da sind wir ja relativ flexibel. Nein, das kann jeder für sich selber einstellen, wann er Genau den so ist Close es. machen will. Das ist ja gerade der Witz bei so einem Expert Advisor. Du brauchst halt nicht die ganze Zeit am Rechner sitzen, sondern du stimmst dich eben mit den Parametern ab. Und wie gesagt, diesen EA gibt es in Verbindung, weil er ja auch der Forex Bull Jo. EA ist, dann sozusagen in der Kombination. Jetzt haben wir das ganze Tool auch noch ein bisschen besprochen. Bernd, das machen wir erst bei nächster Woche beim Workshop. Auf jeden Fall, denke ich mal, haben wir heute wieder einen schönen. Ganz zum Schluss, ganz kurz, Chris, Ja. US-Dollar, Kann-Dollar gleich um 16:30 Uhr noch. Rohöl-Lagerbestände. Ah, Nur zur Info. sehr, sehr richtig. Da darf es sicherlich beim Luni nochmal einen Schnipper geben. Gut, dass du sagst. 16:30 haben wir in der Tat immer wieder erhöhte Volatilitäten, weil eben Öl, weil eben Cut-Dollar ganz wichtig. Und ja, ich heute seinen Treffer feiert, dann gibt es da innerhalb von wenigen Minuten einen Spike in Richtung 1,2790, 1,28 und dann haben wir das Ding im Säckler. Also wird spannend, Leute. Guter Tipp. Bernd, zum Abschluss, ich danke dir dafür, dass du dabei warst. Feedback vom Horst, Ralf, Gerne. Ottmar und auch den anderen Damen und Herren hier erstmal vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Wir drehen jetzt mal so langsam den Saft ab, gehen in die nächsten Tasks über und wünschen, ja, ich spreche im Plural, lieber Bernd, oder? Dann wünsche ich Ja. allen einen schönen Feierabend, wenn er denn da ist. Also, auf bald, nächste Woche hören wir uns wieder und wer mag, morgen zum Devisenradar einschalten. Ciao, ciao. Ciao, bis dann. Bis dann. Genau. Ciao, ciao, Ciao. ciao, 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 ciao.